Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge World of Warplanes im Anlaufversuch Nummer 5. Dazu gleich später mehr. Jedenfalls, was ich sagen wollte, ne? Erstmal, sehr lange kein uns mehr, also weder weder War Thunder noch World of Warplanes gekommen. Darum muss ich entschuldigen, weil ich verliere das Gefühl langsam den Fokus. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch ankommt. Klar, der großen Zuschauermenge, muss ich inzwischen sagen, will irgendwie Star Wars sehen. Aber ne, das war ja eigentlich nicht mein Fokus. Und dann müsste ich mich dementsprechend umorientieren. Und so. Und bla. Und bla. Und bla. Ne, wie das bei euch ankommt, dazu kommt aber noch was. Deshalb werde ich dementsprechend auch mal meinen Kanalbanner ändern. Den er es noch nicht gesehen hat oder den es noch gar nicht aufgefallen ist, ne? Kanal klicken. Oben mit meinem Namen, ein Flugzeug und ein Cube. Ja. So, und jetzt, warum ich jetzt die ganze Scheiße hier zum vierten Mal mache, hat einen ganz einfachen Grund. Ich bin zu doof zum Aufnehmen. Nee, eigentlich nicht. Einmal ist mir das Aufnahmeprogramm abgestürzt. Dann ist mir das Spiel abgestürzt. Dann hatte ich keinen Spielsound. Nach zwei Folgen ist mir das aufgefallen. Ach, du hast sogar keinen Spielsound. Und da war noch was. Ach, was war denn da? Scheiße. Ach, das letzte habe ich wieder vergessen. Auf jeden Fall war das ganz, ganz beschissen. Ja. Und ein schönes Gefecht sieht man hier auch. Da ist mir auch immer wieder in den vorherigen Gefechten aufgefallen, wie langsam eigentlich meine Messerschmiede ist. Auch wenn man es jetzt hier gar nicht so sieht. Ja, was? Ja, hier zum Beispiel. Ich bin langsamer als das Ding. Das darf eigentlich nicht sein. Ich bin Jäger. Und das ist ein schwerer Jäger. Man sollte meinen, dass ein schwerer Jäger langsamer ist. Ach ja, genau. Und ich muss noch was ändern eigentlich. Oder ist das Fangkreuz? Muss ich gucken. Weil ich habe mir das HUD ein bisschen angepasst. Zum Beispiel, ne, rechts unten, ich brauche keine Flugzeugvorschau. Oder brauche ich die? Ich weiß gar nicht, ob ich die ausgeschaltet habe. Jedenfalls das Radar habe ich jetzt oben angeschaltet. Und die Minimap halt, damit ich weiß, wo der Großteil der Truppen fliegt. Damit ich nicht irgendwo alleine rumgurke. Was? Ah, kacke. Feindkontakt! Was ist los? Habe ich Rückendeckung? Ja, bestimmt. Hoffentlich mal. So, fliegen wir dann mal hier in die Flanke. Ich habe vergessen, natürlich wieder steigen. Steigen. Ja, lang nicht mehr gespielt und lang vergessen halt gerade World of Warplanes. Jedenfalls auf meinem Kanal. Zack, zack. Wow, 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 wow. Was hast du vor, Junge? Was hast du vor? Flakbeschuss! Hallo! Ja, ich glaube, ich habe das Vorschaufenster deaktiviert. Und der war da. Ah, ach nee, jetzt bin ich schon wieder hier in der Masse. Toll. Das ist doch nicht wahr. Muss hier raus, muss hier raus. Ah, natürlich zeige ich denen jetzt die Flanke. Oh, ey. Mano. 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 Wieso konzentriert sich immer alle auf mich? Gark. Ich glaube, in den letzten zwei, die weggingen. Also in den letzten zwei Gefechten. Ging mir das auch so. Nee, ich glaube, nee. Da hatte ich sogar gute Gefechte. Ja, ich hatte echt gute Gefechte, aber. Ich dachte mir, bei Republic at War habe ich schon keinen Sound. Da würde ich das für euch jetzt hier nicht auch noch antun. Nein, falsch. Ah, ah. Und verrecken wieder direkt alle. Ich hatte jetzt aber auch kein glänzendes Beispiel. Aber ich frag mich halt nur immer ab, wenn ich da alleine rumdümpel und was weiß ich, sieben Leute, die sich denken, ja komm, das heb ab. Toll. Wenn sich sieben Leute denken, komm, wir ballern nur auf den einen. Es gibt ja sonst keine anderen Spieler.
nur diesen einen kleinen No-Name. Tja. Und so geht's mir gefühlt öfters. Jedenfalls in den Aufnahmen. Ja, in den letzten beiden Folgen halt nicht. Aber immer halt, wenn es gut läuft, ne? Da ist irgendwas anderes nicht so, wie es sein soll. Kann ich jetzt natürlich nicht überprüfen. Könnt ihr jetzt natürlich nicht überprüfen, aber. Müsst ihr mal glauben. Oder glaubt's nicht, ist mir dann auch wurscht. Was war sonst noch? Ja, also ich könnte. Ach scheiße, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Viererfecht. Okay, wir spielen wieder mit der P. Also nicht wieder, sondern. Ne? Mit der P36. Gegen andere Vierer, auch sehr schön. Ich komme, wenigstens kriege ich heute was ist das denn? Ach ja, schwerer Jäger. Klar, Fluggeschwindigkeit ist ein schwerer Jäger überlegen. Feuerkraft, okay, ist klar. Die beiden sind klar, wenn ich gegen schweren Jäger kämpfe. Trotzdem, Fluggeschwindigkeit. Ich meine, ein schwerer Panzer fährt auch nicht schneller als leichter. Hallo, ach genau. Ich glaube, das habt ihr noch gar nicht gesehen auf meinem Kanal. Natürlich privat habt ihr es schon lange gesehen, weil dieses Update ist ja seit Jahren, seit Wochen schon draußen. Aber das finde ich hier ganz schön, diese Rundumsicht bis auf die Tat. Los geht's! Dass dann halt der ganze recht scheiße aussieht, meint man. Weil das letzte Mal war auch meine Grafikeinstellung zurückgesetzt. Ja, höher geht's nicht. Ich finde es immer noch doof, dass es hier. Also, richtige Kantenletten gibt es nicht wirklich. Wie weit sich das auch? Na ja. Och nee, jetzt hauen die jetzt. Och, die hauen alle ab. Feindkontakt! Alle hauen ab. Nein, da hau ich auch ab. Ball! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Ich will nichts! Ich will nichts von euch! Da oben irgendwo. Okay, komm, dann drehen wir nochmal. Da sind sie. Ach, was ist schwere Jäger, okay. Komm, ich versuche dir mal zu helfen, oder? Wir sind jetzt. Ich bin immer so ver. Oh, Kaka, oh, Kaka. Oh, Kaka, oh, Kaka. Boah. Böse. Moment, F war das. Nein, was war das denn? E? Ja, klapp. Komm schon, ich hatte ihn beinahe. Oh, jetzt mach ich Geschwindigkeit. Ja, Schaden. Och, Manno! Kommt langsam auch mal Verstärkung? Nein, Alter, dreh dich! Hoch! So, jetzt bitte da lang. Das mache ich ja gar nicht, das mache ich ja gar nicht. Oh, Kacke, ey. Ist doch nicht schön, sowas. Okay, das ist jetzt der Schwere und der hat einen dummen Schützen. Jetzt sag nicht, dass der wendiger ist als ich. Nämlich dann fuck ich mich ab. Komm schon. Ich muss dir doch noch irgendwie gescheit Schaden machen. Toll. Abgewälzt. Ja, steig weiter. Bei mir ist alles überhitzt. Ist jetzt nicht wirklich Pracht. Sehr prächtig. Ich muss jetzt mal die Waffen abkühlen lassen. Waffen abkühlen, Motor abkühlen lassen. Ach, ist hier alles überhitzt. Und jetzt stürzt er runter. Jetzt stürzt er runter. Und ich muss aus dem Winkel raus. Und so, ich versuche ihn manchmal irgendwie hinter ihm zu hängen. Ach ja, genau, ich vergaß. Er ist schneller als ich. Ne? Ah, ist der letzte. Ich habe zwar kaum was erreicht, aber ich lebe. Und wir kriegen ihn nicht, weil wir alle zu langsam sind.
und mal wieder hat die Bodenverteidigung so unglaublich viel Leben. Oh. Jetzt macht mich die Bodenverteidigung kaputt. Das ist doch nicht wahr. Komm, den kriegen wir nie eingeholt. Ich frag mich, wo der hinfliegt. Ja, wieso kriegt der den eingeholt und ich nicht? Mein Gott, ich hab doch den besten Motor, den ich kriegen konnte. Das ist doch nicht wahr. Der Sieg ist unser. Der Sieg. 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 Wir haben gewonnen, ein Wunder. Laden. Online. Oh Mann. Es ist zu spät. Für mich. Nein, eher zu früh. Weil ich sehe da oben die Zeit. Was? Doch, doch. Ja, ja, ja. Ja. Was sagt die Zeit? Okay, das reicht noch. Dicker, dicker. Fliegen wir mal, fliegen wir mal, fliegen wir mal mit dem hier. Mit einer Amerikaner. Nee, mit einem Russen. Ein guter alter Sowjet. Unglaublich wendig, aber kann halt nicht mehr. Schnell, wendig, mehr nicht. Okay, er hat Raketen und ganz, ganz viele MGs. Aber hier in der Beta war das Ding halt noch richtig gut. Ist ja auch inzwischen schon bald ein Jahr her. Ja, ja. Da habe ich, glaube ich, angefangen und da war, also, ne, mit den Videos und da kamen auch noch ein paar mehr hiervon. Und wir warten und warten und wir warten und warten. Komm schon, wenn Vierer. Ey, komm, das sind jetzt über 30 Vierer in der Warteschlange und der kann nicht mal kurz ein Match draus zusammenstellen. Ist ja wohl nicht wahr. Danke. Oh, ups, Mikro geschlagen. Oh, Fünfer. Ey, komm, da waren so viele Vierer in der Warteschlange. Hätte man nur ein Vierer-Match machen können. Menno. Ja, hier, Fluggeschwindigkeit. Ich glaube, da habe ich einen großen Nachteil. Ich bin halt nur viel, viel wendiger. Mehr nicht. Und ein schöner, schöne Kamerafahrt. Ich wollte schon irgendwas mit Landscape sagen. Oh Mann. Und gleich geht sie schön in Position. Wäre cool, wenn da noch die anderen Jäger zu sehen wären. Aber doch, der Gedanke mit dieser Kamerafahrt finde ich schon gut. Vor allem, weil man ja nicht der steht hier so wie. Ich weiß gar nicht. Es ist schon so lange her, dass ich World of Tanks gespielt habe. Bei World of Tanks war es ja so, dass die Panzer stehen und ein Flugzeug stehen, war ja, sah am Anfang ziemlich dämlich aus. Bin schon auf meiner maximalen Höhe. Und die anderen. Und da haut schon einer wieder ab. Danke. Ah! Bye! Flakbeschuss! So, jetzt hinter mich. Ich mach ganz, ganz viele Treffer. Ich bin ganz, ganz viele. Oh Mann, ich bin ein Nahkampfflugzeug. Und die Spitfire. Ach! Och nee! Wieso kam da noch einer? Das ist doch nicht wahr. Was war das? Och, noch eine Spitfire. Ja, ja, ihr kackt was. Spitfires. Kriegt die Grenze bei euch! Wenn wir unter Daritan für einmal kurz abgeschossen werden. Das ist doch nicht wahr. Ja.
Das war jetzt irgendwie nicht passend zu Russen. Wer hätte das gedacht? Komm, was nehmen wir denn jetzt nochmal? Ach komm, die Briten. Die Briten, die Briten. Man merkt, ich versuche ganz, ganz viele Gefechte durchzudrücken, in der Hoffnung, dass ich irgendwann wo mal eins hinkrieg. Das ist so nervig. 2 Flugzeugen ausgewichen und dann kommt das dritte und macht mich kaputt. Das Doofe an dem ist halt, dass es ein Nahkampfflugzeug ist und einfach nicht dafür die Geschwindigkeit hat, dass es im Nahkampf nah ist. Boah, was ist denn heute los? Ui! Top-Tier. Nett. Vor allem, weil da halt auch so viele Dreier sind. Vielleicht kriege ich da irgendwann mal was gebacken. Ja, Manövrierbarkeit und deine Manövrierbarkeit. Habe ich gemerkt, wie sehr mir das geholfen hat. Was? Mein Vorgänger ist manövrierfähiger als ich. Ach, ist das schön. So, komm, Kamerafahrt. Eine brennende Stadt. Oder brennendes Industriegebiet, besser gesagt. Eine Stadt ist ja nicht wirklich. Köln ist eine Stadt, aber ich glaube, solche Städte gibt es nicht. Ja, das ist jetzt auch doof, weil das Fahrenkreuz schwarz ist. Ne? Ah, dieses Flugzeug sieht so hässlich aus. Kugeln! Ganz, ganz viele Kugeln. Vielleicht steigen. Ich finde es auch interessant, dass die Kugeln hier leuchten. Sieht zwar cool aus, aber Realismus, naja. Bin ich schon wieder alleine? Na, da hauen sie schon wieder alle ab. Sag mal, was ist denn das? Komm, dann fliege ich da lang. Ich habe so langsam die Schnauze voll, immer alleine irgendwo lang zu fliegen. Vielleicht kommen sie doch eh hier von der Seite. Oder fliegen sie. Ach, die fliegen ganz weit unten. Hallo. Die ganz weit unten Typen. Ja, oh, da ist noch einer. Ich drehe mich mal um und fliege da lang. Dem da, die F3F. Boah, jawohl, ich habe was kaputt gemacht, ich habe was kaputt gemacht, yay! Was kaputt gemacht, ich habe was kaputt gemacht. Endlich mal. Das Gute war auch, die ist halt so langsam geflogen. Auch irgendeiner, der ein bisschen näher rankommt. Komm schon. Ich fühle mich so langsam. Ich fühle mich so unglaublich langsam. Ah, du bist nah. Du bist ganz, ganz nah. Komm schon, 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 komm schon. Jawohl. Och nee, ich habe jetzt keine Lust auf den. Ui. Ach man, mein dummer. Oh. Wo bleibt denn die Hilfe? Ich brauche Hilfe. Kacke. Ich wollte jetzt eigentlich nicht ins Wasser knallen. Och komm! Das ist doch nicht wahr. Ich krieg den Typen aber auch nicht abgeschüttelt. Ich krieg hier gar keinen abgeschüttelt. Ach. Ja, weil da meine ganzen Flugzeuge auch so arschlangsam sind. Kannst du weder aufholen noch wirklich verfolgen. Also verfolgen oder aufholen noch wirklich abhauen. So nervig. Wenigstens habe ich was gekillt. Ich habe sogar 2 gekillt. Gut, toll, wunderbar. Echt. Oh Mann. Zurück zum Hangar. Alle zum Hangar. Ja, danke. Und wie steht's mit der Folge? 20 Minuten sind erreicht. Und ich habe endlich meine Folge.
Hoffentlich gescheit aufgenommen. Also dass jetzt Ton hattet und das auch angekommen ist und alles. Und kann ich irgendwas verbessern, weil das Ding ist auch nicht so arschlangsam. Komm, ich hab schon den besten Motor. Klar, ich musste irgendwas ladungsmäßig leichter werden, aber. Toll, Fluggeschwindigkeit, meine Manövrierbarkeit, dafür weniger Feuerkraft und weniger Schaden. Kannst du vergessen. Ich muss irgendwie. Boah, die. Was? Ja, ist direkt gestorben, zack, und das gewinnt man klar doch. Und hier, wenn ich den einbauen würde, kriege ich mehr Fluggeschwindigkeit, weniger Manövrierbarkeit. Ja, das ist mir bei dem Ding aber auch wurscht. Ich könnte auch DMGs rausnehmen, aber dann hätte ich halt wieder weniger Feuerkraft. Aber komm. Egal, selbst wenn, das macht man in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen und ciao.